Alle sitzen, alles startklar. Okay, dann darf ich Sie ganz recht herzlich zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels am 5. Spieltag der 3. Liga begrüßen. Unser Gast heute, die SG Sonnenhof Groß-Asbach, entstand in der MSV-Arena vor 3.482 Besuchern 0:0. Bei mir jetzt die beiden Trainer der Mannschaften, die heute hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner Linken Gästetrainer Sascha Hildmann, zu meiner Rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Hildmann, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Spiel. Gerade in der ersten Hälfte, fand ich, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten eine gute Spielanlage, hatten mit Sicherheit auch die ein oder andere Torschance auf unserer Seite, die wir haben liegen lassen. Wir haben zwei, drei richtig gute Umschaltmomente, wo wir den letzten Pass schlampig spielen oder zu ungenau auf den falschen Fuß einspielen. Auch diese Dinge haben wir da im letzten Drittel einfach falsch gemacht. Die zweite Hälfte ist Uerdingen stärker geworden, hat auch mehr Ballbesitzphasen gehabt. Wir waren dann etwas zu tief gestanden, wollten dann nicht zu sehr ins Risiko gehen, irgendwie noch ein Tor zu kassieren. Andererseits hätten wir auch gerne vorne noch ein Tor geschossen. Wir hatten, als der Kopfball Kevin Proll gehalten hat, direkt im Gegenzug die Möglichkeit, durch Timo Röttke auch ein Tor zu erzielen. Und hatten dann nochmal durch Timo Röttke eine Chance. Ich glaube, am Schluss war es eine sehr leidenschaftliche Partie von beiden Teams. Vieles investiert. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben. Wir haben gegen eine gute Uerdinger Mannschaft hier einen Unentschieden erreicht. Und ich glaube, ich habe es vorhin auch schon gesagt, dass hier noch viele Mannschaften verlieren werden. Dankeschön. Vielen Dank, Sascha Hildmann. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar. Ja, schönen guten Abend alle zusammen, auch oben in den Bildräumen, wenn wir da zu hören sind, ich weiß es gar nicht genau. Sascha hat schon vieles vollkommen richtig gesagt. Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht so wirklich zufrieden, haben dann in der Halbzeit auch so zwei, drei Sachen angesprochen, haben unsere Sechser höher geschoben, haben unsere offensiven Außenspieler ein bisschen zurückgezogen, hatten dadurch mehr Kompaktheit, mehr Ballbesitz und die zweite Halbzeit war dann auch deutlich besser. Vor allem hinten raus hatte ich schon noch das Gefühl, dass wir nochmal aufs Gaspedal treten können. Auf der anderen Seite war es immer so, dass es höchst kompliziert war, weil Groß-Asbach eine super Umschaltmannschaft ist und viele schnelle Spieler in den Reihen hat und du diese Balance finden musst zwischen versuchen natürlich das Heimspiel zu gewinnen, auf der anderen Seite aber nicht in den Konter zu laufen und da wogte das Spiel so hin und her. Ich glaube, wir hätten es gewinnen können, ich glaube, wir hätten es verlieren können. Von daher ist ein Unentschieden in dem Spiel, glaube ich, das gerechte Ergebnis. Ich kann mit dem Punkt vernünftig gut leben, weil es, ich fand, ein gutes 0-0 war, weil es ein intensives Spiel war, weil es ein interessantes Spiel war und dass wir nicht jedes Spiel in der 93. noch gewinnen können, es müsste auch jedem klar sein. Genauso gut hätten wir in der 93. auch noch einen Konter laufen können. Von daher denke ich, ist das 0-0 für beide Mannschaften ein vernünftiges Ergebnis heute. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Groß-Asbach, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ja, auf Sie freue ich mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen am Samstag, 15. September um 14 Uhr, dann hier zu Gast der Hallische FC. Bis dahin, schönes Wochenende wünscht Ihnen euer KFC Uerdingen.